Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wasteland 2 Director's Cut mit mir, The Gentleman. Wir sind immer noch in Griffiths Park. Wir wollen uns jetzt mal die erste Etage von der Zitadelle, von der Bastion der Erlöserkirche anschauen. Da haben wir einen Priester Schrotflintenschützen. Da hätten wir den White. Schlagen wir erstmal mit dem Schrotflintenschützen. Hihihi. Wollt ihr kaufen? Könnt auch verkaufen. Was zu handeln? Dann lass uns zur Sache kommen. Schlecht sind die Wummen? Glaube ich nicht. Kaliber 50 Ammo. Erstmal Dreckensklauen für ihn. Hier hast du ein bisschen Plünder. Dann gibt es hier einen Todesstrahler. Der könnte was Brauchbares sein im Verhältnis zum Ionenstrahler. Ist aber schlechter. Die Jackhammer. Könnte sich wiederum lohnen. Dann machen wir doch mal einen Vorschlag und nehmen noch einen Plasmahammer und eine Protonenaxt. Die wäre zwar nice, aber lieber 50 Ammo. Wäre schweineteuer. Aber vielleicht, wenn ich noch ein bisschen Krams zusammenklamüsert bekomme, was wir den Jungs an den Kopf werfen können. Dann erstmal Shotgun weiterreichen. Meter mehr Reichweite.
breitere Abdeckungswinkel. Das klingt doch schon mal ganz gut. Außerdem sieht das Teil noch ein Stück böser aus. Du bekommst einen neuen Satz. Kampfhandschuhe. Hier hast du erstmal noch mal ein paar schöne Handschuhe und noch mal eine Shotgun. Ich hoffe, mittelfristig finden wir sogar noch ein bisschen Kleinkrams. Schauen wir doch mal. 38er. Sie hätte sogar ein bisschen Kaliber 50 Ammo. So ein bisschen Menschenfleisch könnt ihr doch garantiert auch gebrauchen. Theoretisch könnte ich dann sagen, das Kaliber 50, auch noch ein paar Schuss dafür. So, extra großes Magazin. Fernrohr. Unterlauftaschenlampe. Und langer Lauf. Zielfernrohr. Unterlauftaschenlampe. Langer Lauf. Übergroßes Magazin. Hat sie jetzt auch ein schönes Kaliber 50 Gewehr
Leider Gottes nicht allzu viel Ammo. So, hier, da hast du noch eine SVD. Vorher steht ein großer, breitschultiger Weißer mit kohlrabenschwarzem Haar, einem ausgeprägten Kiefer und mehr Augapfeltrophäen als alle anderen. Jedoch wird seine heldenhafte Erscheinung von einem grausamen Lächeln getrübt. Anwärter, ein Paladin hat euch befohlen, stehen zu bleiben. Dies ist ein Befehl. Werdet ihr Folge leisten? Das ist ein Paladin. Wir sind die Eliti-Truppen der Miliz. Leibwächter des Efferlinken gelisten Mailwässer persönlich in jeder Hinsicht überlegen. Jetzt beantworte die Frage. Warum hast du eine Halskette aus Augäpfeln? Der Herr sagt, wenn dein linkes Auge dich ärgert, dann pflücke das aus. Und diese sind die linken Augen von Sündern, die mich geärgert haben. Wenn du nicht in meiner Sammlung enden willst, dann antworte mir. Okay, wir gehorchen. Ihr macht Männchen wie ein unterwürfiger Hund. Ein exzellenter Anfang. Nun denn, die Erlöserkirche verbietet Alkohol und Drogen in der Bastion. Wenn ihr was bei euch habt, händigt es sofort aus, sodass wir diese Dinge fachgerecht entsorgen können. Öffnet die Taschen und gebt uns wenigstens einen illegalen Gegenstand, um euren guten Glauben zu beweisen. Hier hast du mal ein bisschen Schnappes. Gut gemacht, Anwärter. Ich würde dich fragen, hoch die Tassen. Schwester Betty, ihr sucht Heilung? Dann seid ihr bei mir genau richtig. Könntest du zahlen? Na klar, dann lasst mal sehen, was ich für euch tun kann. Alles soweit wieder im Lot. Mach's gut, Betty. Dort hätten wir Retribution Jones. Interessant, interessant. Aber ich glaube, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge.